Tag Leute und willkommen zur Fragerunde anlässlich meiner 400 Abonnenten. Zu Beginn bedanke ich mich natürlich für diese Zahl. Aus heutiger Sicht ist es natürlich nicht so eine besondere Zahl, aber hey, man stelle sich 400 Menschen auf einen Haufen vor. Das ist eine gewaltige Zahl. Ich glaube, ich verliere gar nicht so viel Zeit und fange gleich mit den Fragen an, denn es sind eine ganze Menge, wie ich finde. Los geht's mit Pendergast. Er fragt, welche Spiele sind deiner Meinung nach völlig überbewertet? Da würde ich sagen, auf jeden Fall Spiele, die sehr, sehr, sehr regelmäßig rauskommen. Also zum Beispiel so Sachen wie FIFA, Call of Duty, die erscheinen ja fast im Jahrestakt. Und da weiß man einfach, was einen erwartet. Da weiß man auch, dass sich gefühlt nichts verändern wird. Und ja, da braucht man sich keine Hoffnung machen, dass da jemals irgendeine Abwechslung reinkommt, weil dieses Prinzip scheinbar funktioniert. Genauso mit Spieleserien, die es schon lange gibt, wo zwar nicht regelmäßig neue Spiele kommen, aber wo du auch vom Prinzip her weißt, dass man da nichts wagen wird. Also sowas wie Zelda, Mario oder Pokémon. Gerade bei Pokémon kann ich immer nur mit dem Kopf schütteln, weil ich habe nicht umsonst nach der vierten Generation aufgehört. Es ist immer dasselbe. Du machst immer die gleiche Kacke. Du sammelst diese Pokémon, du sammelst die Orden, du machst die Pokémon-Liga. Es werden halt nur mehr Viecher, aber anstatt da wirklich mal was zu, also komplett anderes zu machen, nö, ist nicht drin. Aber dieses Franchise scheint sich ja aktuell irgendwie wohl selber zu zerstören, weil die letzten Pokémon-Teile wurden ja so schlecht bewertet und sehen auch entsprechend aus, dass ich vermute, dass da endlich mal ein anderer Schritt gegangen wird. Und als drittes natürlich Spiele, die gehypt werden, also teilweise schon nach dem ersten Ankündigungstrailer werden, was weiß ich, für Behauptungen in die Welt gestreut oder man wirbt mit besonderen Persönlichkeiten, da bin ich immer sehr vorsichtig. Cyberpunk. Und ja, also ich lasse mich auf keinen Hype mehr ein. Ich bin auch so direkt und sage, ich will Gameplay sehen und nicht irgendwelche Rendersequenzen. Zweite Frage, wünsche ich mir irgendwas aus meiner Kindheit zurück? Nein. Denn ich bin ja mittlerweile erwachsen, ja, kaum zu glauben. Und man denkt ja als Erwachsener auch irgendwie anders als ein Kind. Also Kinder sind ja sehr begeisterungsfähig, das sind Erwachsene weniger. Ich glaube, es würde alles nur der Nostalgie zugutekommen. Wenn jetzt eine Süßigkeit oder irgendwas Ähnliches in den Handel zurückkommen würde, dann würde man natürlich sagen, wow, cool. Man würde sich das vielleicht ein, zweimal holen, aber das war's dann auch. Weil, wie gesagt, man kommt sich ja auch ein bisschen komisch vor. Also, wenn man jetzt als Beispiel mal den Fofo-Quark nimmt, dass man regelmäßig noch als Erwachsener etwas isst, was eigentlich für Kinder geeignet ist oder an Kinder adressiert ist, das wirkt doch ein bisschen merkwürdig, oder? Genauso mit dem Fernsehsender. Die Medienwelt hat sich komplett verändert. Ich habe nicht mal mehr einen Fernsehanschluss. Und selbst wenn es jetzt heißen würde, was weiß ich, Nickelodeon schmeißt alle aktuellen Serien raus und bringt wieder nur noch die alten Serien, die Garantie, dass ich auch wirklich regelmäßig einschalte, so wie früher, wäre sehr gering. Seine dritte Frage lautete, welche Filme oder Serien ich heute schlecht finde, die ich früher aber gut fand. Bei Filmen ist mir ehrlich gesagt nichts eingefallen und bei Serien kann ich generell auch sagen, dass ich mir das meiste noch angucken kann. Mir ist letztens aber eine Serie aufgefallen, die hier sehr gut reinpasst. CatDog. CatDog fand ich als Kind cool, habe ich gern geguckt, fand ich supi. Dann habe ich gesehen, Nickelodeon bringt das wieder im Nachtprogramm, warum auch immer nachts. Und ich habe das eine Stunde geguckt, wollte das erst aufnehmen. Hab aber nach der Stunde gesagt, um Himmels Willen, was ist denn das für ein Scheiß? Also diese Figur, Doc, ist ja sowas von nervig. Wie man die denkt, ah, Cat, guck doch mal, Cat. Oh, Doc, lass mich in Ruhe. Das ist so nervig gewesen, Alter. So hatte ich das nicht in Erinnerung. Und dann natürlich Serien, die man als Kind eher im Hype geguckt hat. Also sowas wie Pokémon oder Digimon. Ich hätte nichts dagegen, mir mal zwei, drei Folgen Pokémon anzugucken. Und wenn dann natürlich auch nur die Sachen von Kanto, die ich damals als Kind geguckt habe. Aber das Spätere, ich finde ja zum Beispiel dieses letzte Design von Ash, das finde ich ja sowas von hässlich. Also zum Kotzen. Und auch Digimon, ich kann die Lieder alle mitsingen, kein Problem. Aber wer fiebert denn bitte da mit? Das ist ja so künstlich aufgezogen. Yu-Gi-Oh! Oder One Piece sind nochmal völlig andere Beispiele. Ich meine, gut, One Piece ist sehr gut gemacht, ne? Aber Yu-Gi-Oh! Ist wiederum meine Nummer eins, ne? Also das, da kann ich zwar alles mitsprechen, aber die Serie ist endlos geil. Bei den meisten Serien ist es wirklich so, ich kann mir das angucken, aber halt nicht alles. Egal, ob es jetzt für kleine Kinder ist oder für größere Kinder. Und als letztes fragt er noch, ob ich irgendwelche YouTuber empfehlen könnte. Da beziehe ich mich jetzt mal auf mein Top 10 Video
zu meinen Lieblings-Gaming-YouTubern. Diese Liste, muss ich sagen, würde ich heute nicht mehr so machen. Also ich habe da doch ein, zwei Leute vergessen, beziehungsweise würde einiges umsortieren. Ich gucke einfach lieber YouTuber, die natürliches Gameplay-Material zeigen und ihre Sachen nicht groß bearbeiten. Also zum Beispiel der Retro-Gambler oder der Gute-Laune-Typ oder der Parappa oder auch Dax with Opinions. Was ich dagegen völlig langweilig finde, ist das, was gerade bei jüngeren Gaming-YouTubern so angesagt ist, wenn Videos zunächst mal super kurz sind und wo gefühlt mehrfach in der Sekunde allerlei Objekte durchs Bild fliegen. Also egal, ob die Spieleverpackung oder irgendwelche Charaktere oder Sprechblasen oder was weiß ich. Und dann siehst du mal für 12 Sekunden Gameplay, dann fliegt wieder was anderes da rein, entweder der Avatar des YouTubers oder keine Ahnung. Also du siehst einfach, diese Leute haben mehr Arbeit reingesteckt, das Video so zu gestalten, als sich jetzt wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da frage ich mich als Älterer, finden die Kids von heute das wirklich cool? Also ich will doch auch was erfahren über ein Thema X. Als nächstes hat Mark Fischer 4 Fragen gestellt. Als erstes fragte er mich nach meinen Guilty Pleasures. Ich habe das Wort vorher noch nie gehört. Also irgendwelche Sachen, die ich gut finde, wo aber das, ich sag mal, größere Thema allgemein nicht so meins ist. Ich musste erst ein bisschen überlegen, aber ja, mir sind ein paar Sachen eingefallen. Bei den Videospielen auf jeden Fall Rennspiele. Ich finde normale Rennspiele, egal jetzt ob Formel 1 oder Rally oder irgendwelche, ich finde das stinklangweilig. Da passiert ja nichts. Aber Rennspiele wie Crash Tag Team Racing finde ich super. Du hast Waffen, du kannst die Autos miteinander kombinieren und dann die anderen Fahrzeuge abschießen, während der eine fährt und der andere schießt. Cool. Bei Filmen muss ich auch passen, da ist mir auch nicht so wirklich was eingefallen. Aber bei Serien. Erstmal ist das Mystery-Genre gar nicht so meins, mit Ausnahme von X-Factor. Das habe ich als Kind geguckt. Und Akte X. Das habe ich sehr spät als Erwachsener erst entdeckt, ich glaube 2018 oder so. Habe ich einfach eine VHS-Kassette vom Flohmarkt mitgenommen. Ich habe die in einem Zug durchgeguckt und dann gleich die ersten Staffeln mir geholt. Ich habe, glaube ich, noch nie so hart eine Serie an einem Stück durchgeguckt wie bei Akte X. Also ich habe noch nie mal die ganze Serie geguckt, ne? Aber die Staffeln, die ich kriegen konnte, super. Aber der Rest, wenn es jetzt um echte Fälle geht, also wenn man jetzt um echte Mysterien redet, entweder jetzt irgendwelche Dokumentationen oder irgendwie sowas, langweilig, interessiert mich nicht. Ja, und dann als zweites noch alles, was mit dem Weltraum zu tun hat. Das ist nicht so meins, mit Ausnahme von Star Wars. Gut, würden mir jetzt doch die Filme einfallen. Zumindest Episode 4 bis 6. Den Rest kann man alles in die Tonne kloppen. Danach hätte man das Ganze auch einfach beenden können. Und Star Trek, Picard, also diese Serie von Amazon Prime, die habe ich geguckt, also gerade Staffel 3 ist Hammer. Der Rest interessiert mich auch nicht. Also ich hätte nicht das Bedürfnis, jetzt nach dieser Serie zu sagen, ach, ich gucke mir jetzt mal die Star Trek-Serie aus den 80ern an. Nee, auf keinen Fall. Frage 2. Welche Videospiele könnte ich immer wieder spielen? Da verweise ich jetzt einfach mal auf meine Top 50 Lieblingsspiele. Naja, gut, jetzt in dem Fall muss man sagen, die Top 10 eher. Da habe ich, glaube ich, lang und breit begründet, warum ich welche Spiele super finde. Also Bioshock, Tomb Raider 2, Oddworld, Rayman 3 und viele mehr, die ich einfach als fast perfekt bezeichnen würde. Gut, es gibt kein perfektes Spiel, aber die einfach für meinen Geschmack so gut gemacht sind, dass sie nicht langweilig werden. Als drittes fragt er mich, ob ich Musik mag. Aber natürlich. Ich höre hauptsächlich alte Musik. Meistens sind es die Charts aus den 80ern und 90ern. Und wenn man mich nach einem speziellen Genre befragen würde, dann Synthie-Pop, Eurodisco, Schlager oder auch durch Bioshock habe ich den alten Jazz der 40er Jahre für mich entdeckt. Vor einigen Jahren habe ich auch angefangen, mich so ein bisschen davon wegzubewegen und mir kleinere Künstler anzugucken. Also natürlich gab es jetzt gerade in den 80ern die Musiker, die man aus den Charts kannte, aber es gab natürlich auch noch andere, die jetzt weniger bekannt waren. Und da habe ich gerade in der neuen deutschen Welle wirklich unglaublich viel Kram entdeckt, der einfach super ist und so viel besser als die Klassiker, in Anführungszeichen. Gerade dieses Genre, das Minimal Wave, sagt mir total zu. Und durch dieses Forsten nach besonderer 80er-Jahre-Musik habe ich auch russische Musik für mich entdeckt.
Ich kann kein Russisch, aber ich kann sie halbwegs mitsingen. Muss aber natürlich immer gucken, was der Text bedeutet, und oftmals ist der Text auch tatsächlich belanglos. In seiner letzten Frage möchte er wissen, ob ich auch andere Spiele-CDs reviewen würde. Ja, das könnte ich durchaus machen. Ich habe noch ein paar CDs bzw. DVDs da. Also vor allem PC Action, PC Games glaube ich auch. Und noch ein paar andere unbekanntere Zeitschriften, die es aber nicht so lange gegeben hat. Der einzige Unterschied wäre nur, das habe ich auch schon öfters gesagt, dass ein persönlicher Bezug dazu fehlt. Weil Computerbildspiele und Screenfun eben die einzigen Zeitschriften waren, die ich als Kind mal gelesen habe. Die restlichen habe ich dann als Erwachsener irgendwo aufgeschnappt. Die einzige Ausnahme wäre die GameStar, weil es diese Zeitschrift noch gibt. Und ich weiß, dass man als Plus-Abonnent auf die alten Zeitschriften zugreifen kann. Deswegen möchte ich da nichts riskieren. Der vorletzte Fragenkatalog stammt von Griswold Gutshoop. Ist es okay, wenn ich dich weiterhin LucasArts-Sammler nenne? Ich kann mit diesem Namen einfach nichts anfangen. Ich weiß, das ist irgendeine Figur aus Monkey Island, aber ich habe da einfach keinen Draht zu. Ja, seine erste Frage ist, was ich frühstücke. Ja, ich esse seit Jahren schon so eine Mischung aus Joghurt, Obst und Haferflocken. Manchmal gibt's auch ein Brötchen dazu. Zweite Frage: Über welche Witze kannst du richtig laut lachen? Auf jeden Fall politisch inkorrekte Sachen oder auch intelligent gemachtes, wie zum Beispiel von Loriot. Als drittes fragt er, wann ich das letzte Mal nichts gemacht habe. Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Meinst du damit, wann ich das letzte Mal die ganze Zeit im Bett geblieben bin oder wie? Frage 4. Welches Laster hast du? Da musste ich auch erst ein bisschen überlegen, weil, ja, auf was genau bezieht sich das jetzt? Wenn sich das auf meine körperliche Behinderung beziehen sollte, dann kann ich dir gern den Namen nennen. Mucopolysaccharidose Typ 2. Beziehungsweise MPS 2. Ich habe vor Jahren mal ein Video darüber gemacht. Ich muss mal sehen, ob ich das irgendwie verlinken kann. Das jetzt zu erklären, würde den Rahmen des Videos sprengen. Frage 5. Glaubst du, dass es außerirdisches Leben gibt? Ja, durchaus. Aber nicht so albern, wie das im Film dargestellt wird. Also, dass das irgendwelche komischen Männchen sind. Ich vermute dann eher, dass es so ist wie in Akte X, also wo diese Viecher sich in Menschen verwandeln können und von außen würde man keinen Unterschied bemerken. Frage 6. Wo informierst du dich über das Tagesgeschehen? Ich suche ehrlich gesagt nicht gezielt danach. Also ich gucke keine klassischen Nachrichten. Heute ist es ja so, dass du im Internet selbst unfreiwillig mit irgendwelchen Meldungen zugeballert wirst, ob wichtig oder unwichtig, sei mal dahingestellt, wo man dann einfach trotzdem bestimmte Sachen aus Politik oder Wirtschaft erfährt, ohne jetzt wirklich selbst danach gesucht zu haben. Aber wenn ich mal irgendwo was nachgucke, dann schon eher so auf Seiten wie Telegram oder so. Da habe ich so meine Kanäle, wo manche Leute was teilen, wenn wieder irgendwas Grauenvolles in der Welt passiert ist. Frage 7. Auf welche zwei Dinge kannst du nicht verzichten? Das ist auch eine sehr komische Frage, denn als behinderter Mensch, der auf viele Hilfsmittel angewiesen ist, kann ich auf so einige Dinge nicht verzichten. Und zwar mehr als zwei. Ohne Brille kann ich kaum was sehen. Ohne Hörgeräte bin ich deutlich schwerhöriger. Und wenn ich meine Atemmaschine in der Nacht nicht hätte, dann würde ich Atemaussetzer haben. Hattest du dir eine Antwort in dieser Richtung vorgestellt oder war das eher auf einfache Dinge bezogen? Frage Nummer 8. Gibt es Gerüchte über dich? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Falls ihr Gerüchte über mich kennt oder verbreitet habt, dürft ihr es gerne in den Kommentaren zugeben. Und die letzte Frage, Nummer 9. Habe ich jemals gegen ein Gesetz verstoßen? Es wäre ein bisschen dämlich, das hier im Internet so offen auszuplaudern, oder? Denn das Internet ist ja ein öffentlicher Raum und wenn ich jetzt hier irgendwas zugeben würde, könnte ja irgendjemand von euch sagen, haha, selbst schuld, ich zeig dich an. Zum Abschluss hat Blue Monster mir noch einen Leserbrief geschrieben. Danke auch dafür. In seinem Leserbrief fragt er mich, ob ich Soul Reaver kenne. Das war ja auch auf einer Computerbildspiele drauf und er bittet mich, diese Ausgabe zu testen. Ja, Blue Monster, ich kenne dieses Spiel. Ich habe das damals auch ab und zu gespielt. Ich habe die CD davon, ich habe die Zeitung als PDF und zum gegebenen Zeitpunkt wird die Zeitschrift dann auch dran sein. Damit hätte ich alle Fragen beantwortet, die ihr mir gestellt habt. Wirkliche YouTube-Zukunftspläne habe ich nicht. Ich mache weiterhin meine Videos. Ich setze mich nicht unter Druck.
Also ich lasse mir schon Zeit für meine Videos. Manchmal habe ich natürlich schon so diesen Gedanken im Hinterkopf, ja, einmal in der Woche solltest du schon ein Video rausbringen. Und dann, ja, muss ich mich natürlich immer zusammenreißen und sagen, nein, dann kann das Video ja nichts werden, wenn man sich so drängt. Ihr werdet mir nicht den Kopf abreißen, wenn zum Beispiel mal 2, 3 Wochen nichts von mir kommen sollte. Ich bin auch mal am Überlegen, ob ich mal was anderes probieren sollte. Also jetzt nicht komplett anders. Also es sollte schon im Gaming-Bereich bleiben. Nee, ich meine einfach auch ein paar Laber-Videos. Ich bin jetzt persönlich nicht so der Podcast-Typ, aber vielleicht gibt's ja irgendwie Themen aus dem Gaming-Bereich, wo man nicht wirklich ein großes Video draus machen kann, sondern was einem in der letzten Zeit so aufgefallen ist, beziehungsweise was man so bemerkt hat, was angekündigt wurde oder so, wo man dann einfach das Ganze kommentiert. Ist jetzt gerade so eine Schnapsidee von mir gewesen. Mal sehen. Na dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.